Wir erinnern uns vielleicht an den 52. netzpolitischen Abend letzten September. Da war Julia Kloiber schon hier und hat das Projekt vorgestellt, soweit ich mich erinnere. Und diesmal soll es in die zweite Runde gehen. Du bringst uns auf den neuesten Stand dazu. So ist es. Und ich wollte vorher noch mal kurz eine andere Website zeigen, weil ich jetzt schon mal gerade hier bin. Moin. Ja, genau. Ich bin nämlich gar nicht vom Prototype Fund, ich bin von der Open Knowledge Foundation und die vier aus dem Team, die sind alle nicht hier, die sind alle in Valencia und jetzt wurde ich gebeten, das zu machen. Und das nutze ich gleich, um was anderes vorzustellen, nämlich das Transparenz-Ranking. Das Transparenz-Ranking, das wir letzte Woche mit der Open Knowledge Foundation und mehr Demokratie gelauncht haben, nur ganz kurz, dass alle Informationsfreiheitsgesetze und Transparenzgesetze aller Länder in Deutschland miteinander vergleicht. Nach insgesamt 40 Indikatoren, schaut euch das mal an auf transparenzranking.de und klickt dann, kann man nicht raufklicken? Ah, mit der Maus? Nee. Man kann darauf klicken, das sieht schön aus. Okay, gut, dann gehen wir mal zurück zur Präsentation. Ja, das ist jetzt so ein bisschen PowerPoint-Karaoke. Und dazu passend habe ich mit Alex ist der wieder drin? Ja, mit Alex habe ich eine Wette abgeschlossen. Er hat mir vorher ein Wort gesagt, das ich benutzen soll. Und wenn ihr drauf kommt, welches das ist, dann zahle ich ihm ein Bier. Wenn ihr nicht drauf kommt, dann kriege ich ein Bier. Wir machen danach die Abfrage. Gut, wir schauen mal. Also, der Prototype Fund. Von der Open Knowledge Foundation gemeinsam mit dem Bundesbildungsministerium. Ein großartiges, immer noch ziemlich neues Projekt, das insgesamt 1,2 Millionen Euro an gemeinnützige Open Source Projekte in 3 Jahren vergibt. Und da denkt man doch sicherlich, what? Eigentlich geht das viel langsamer, egal. Was wir bieten mit diesem Programm sind Förderungen für einzelne Projekte von bis zu 30.000 Euro über 6 Monate Projektlaufzeit. Da kann man verschiedene Projekte machen für einen PC, für Apple, für Banane, für Panänchen. Man kriegt nicht nur Geld, man kriegt auch Unterstützung durch ein Netzwerk, durch Coaching, Mentoren, Mentorinnen. Und kann sich vernetzen mit den anderen Projekten. In der ersten Projektrunde wurden 17 Projekte gefördert. In der zweiten Runde sollen es mindestens 10 weitere Projekte sein, die jeweils 30.000 Euro kriegen oder bis zu 30.000 Euro. Und der Projektablauf sieht ungefähr so aus. Bis zum 31. März soll es Bewerbungen geben. Bewerbungen, wohlgemerkt nicht Anträge. Ziel des Ganzen ist, diesen Prozess möglichst einfach zu gestalten. Das heißt wirklich nur 7 kurze Fragen zu den jeweiligen Projektideen, die dann reichen und dann von einer Jury bewertet werden. Und am 31. März ist dafür Einsendeschluss. Einen Monat später werdet ihr dann darüber benachrichtigt, ob ihr weitergekommen seid. Genau, wir sind also hier in diesem Bereich. Deadline ist in 3 Wochen. Schwerpunkte gibt es diesmal vor allem einen Themenschwerpunkt, aber auch die weiteren Schwerpunkte, die in der letzten Runde schon dabei waren. Zum einen Civic Tech, digitale Tools, die es möglich machen, zum Beispiel Bürgerinnen und Bürger besser einzubinden, also für Bürgerbeteiligung oder für mehr Transparenz. Tools, die es möglich machen, Daten zu öffnen oder offene Daten besser zu verteilen, mehr Leuten zugänglich zu machen. Zweiter Schwerpunkt ist Datensicherheit, also Tools, die einen Fokus haben auf zum Beispiel Privatsphäre, auf sichere Kommunikation, die es möglich machen, besser miteinander sicherer zu arbeiten. Dann der dritte Bereich ist Data Literacy, also alle möglichen Formen von Tools, die es möglich machen, besser zu analysieren, wie zum Beispiel offene Daten aussehen oder auch die besser zu nutzen. Also ein Beispiel dazu wäre zum Beispiel WTF CSV, ein Projekt aus den USA, das es möglich macht für Leute, die eigentlich mit CSV-Dateien nichts zu tun haben, die kurz hochzuladen, schnell zu analysieren und dann weiter zu nutzen. Dritter Bereich ist Softwareinfrastruktur, was an sich vielleicht der am wenigsten sexy Bereich so dabei ist, aber natürlich ein besonders wichtiger, wenn es darum geht, vielleicht eine neue Library zu entwickeln oder so. Das ist ein weiterer Punkt und ein Schwerpunkt in dieser Runde sind Tools für eine starke Zivilgesellschaft. Angesichts von Trump, Le Pen und wie sie alle heißen, auch in Deutschland, ist es ein besonderes Anliegen in dieser Runde,
Tools einzureichen, die es möglich machen, starke zivilgesellschaftliche unterstützen. Andres? So, weiter? Gut. Tools für eine starke Zivilgesellschaft, das kann man relativ weit verstehen. Also, wenn es um die sichere Kommunikation geht, dann ist natürlich auch wichtig, in aktivistischen Kreisen gemeinsam sicher zu kommunizieren. Es geht dann um Tools, die es möglich machen, sich besser zu organisieren, Informationen auszutauschen, Treffpunkte zu finden und sich während Demos zum Beispiel besser gegenseitig zu informieren. Das heißt, alle möglichen Tools, die für eine starke, stärkere Zivilgesellschaft genutzt werden können, sollen besonders wichtig eingereicht werden. Das heißt nicht, dass Tools und Projekte, die damit nichts zu tun haben, nicht auch gefördert werden können. Aber darauf ist diesmal der Themenschwerpunkt. Die Bedingungen, ganz wichtig, sind ziemlich kurz. Gefördert werden können alle Personen, die ihren Wohnsitz in Deutschland haben und über 18 sind. Ganz wichtig dabei, dass Projekt selbst muss nicht in Deutschland stattfinden, aber der Wohnsitz der Person, das ist Vorgabe des Bildungsministeriums, muss in Deutschland sein. Und das Projekt muss eine Open-Source-Lizenz haben. Wir müssen nicht in irgendwelche Lizenzdiskussionen gehen, aber Open-Source muss es sein und dann irgendwie öffentlich zugänglich sein, also zum Beispiel über GitHub. Warum? Nehmen wir mal raus, das ist, glaube ich, klar. Deswegen nur ganz kurz, 30.000 Euro könnt ihr kriegen, wenn ihr euch bewerbt bis 31. März. Und dieser Bewerbungsprozess, der ist wirklich einfach für euch. 7 kurze Antworten in kurzen Skizzen eure Projektidee beschreiben. Wenn ihr schon eingereicht habt für die erste Runde und ihr habt keine Förderung bekommen, dann reicht es wieder ein in der zweiten Runde. Schaut euch vielleicht vorher ein bisschen an, was im Blog vom Prototype Fund geschrieben wurde über die bisherigen Einreichungen und Lessons learned daraus. Und genau, bewerbt euch auf jeden Fall. Danke. Cool. Möchte zuerst jemand vermuten, was Annes Wort gewesen ist, wenn du das schon so angekündigt hast? Einmal hatten wir Trump, was war das? Okay, noch nicht? Nein. Was? Ja, Bananchen war es. Ja, aber das war auch offensichtlich. Gut, ne? Ja, Apple, Banane, Bananchen, dachte ich. Aber okay. Gut, du kriegst ein Bier, Alex. Fragen zum Inhalt, das zum eigentlich Wichtigen. Fragen zum Inhalt? Sieht nicht so aus, hast du super erklärt, oder? Ja, es gibt noch zwei kleine Sachen. Wenn ihr selbst nicht einreichen wollt, aber ihr habt die Idee, es gibt dieses eine Tool, das müsste wirklich mal jemand entwickeln, dann twittert das doch unter dem Hashtag BeMyPrototype und vielleicht kann das dann jemand aufnehmen und einreichen. Das ist das eine. Und wenn ihr noch mal ein paar speziellere Fragen habt, die auch über prototypefund.de unter den FAQ-Bereich hinausgehen, morgen um 13 Uhr, wenn ihr wieder wach seid, gibt es ein AMA, ein Ask Me Anything auf Reddit dazu.